Handelstag 1 nach dem Brexit. Anleger hatten nun 2 Tage Zeit, die Ereignisse von vergangenem Freitag zu verdauen. Diese Pause ist historisch betrachtet oftmals gar nicht so gut, denn ganz gerne folgt auf einen sogenannten Black Friday ein sogenannter Panic Monday. Ob das heute auch der Fall ist? Genau, das wollen wir jetzt besprechen mit Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Norbert, nach Panik sieht es heute definitiv nicht aus. Nein, zum Glück nicht. Der Panic Monday bleibt zumindest mal in der ersten Handelsstunde mal aus. Natürlich wissen wir noch nicht, wie es weitergeht, aber erstmal sind die Marktteilnehmer beruhigt. Das ist auch sehr interessant zu sehen, dass eben kein weiterer Ausverkauf gleich mal panischerweise stattfindet. Wir haben erste Stabilisierungstendenzen schon Freitagnachmittag gesehen. Wir haben es ja angesprochen, dass die Amerikaner gar nicht so schlimm das Ganze offensichtlich einschätzen. Natürlich, die waren auch im Minus, aber die haben eben nicht für zusätzlichen Druck noch mal gesorgt. In Japan heute Morgen war man auch immer wieder beruhigt. Nikkei über 2% im Plus, Hang Seng unverändert geschlossen. Also Asien hat uns hier auch geholfen, weil hier nicht auch noch mal Druck kam. Größte Verlierer, wenn man so will, am heutigen Morgen ist eigentlich noch mal das britische Pfund, das gegenüber Euro, aber auch dem US-Dollar noch mal unter die Räder kommt und weiter verliert. Du hast jetzt schon eine ganze Reihe von Indizes angesprochen. Wie sieht es eigentlich beim FTSE, also dem englischen Leitindex, aus? Ja, der wird vielleicht viele erstaunen. Also da müssen wir uns noch die Freitagsbetrachtung anschauen. Dort startet der Handel jetzt gerade erst. Aber was eigentlich völlig überraschend ist, wenn man sich den Chartverlauf anschaut, es gab eine hohe Schwankung, ja, von hoch zu tief, 500 Punkte. Ja, bei einem Index, der 6.300 Punkte schwer ist, ist dann schon was. Aber man hat eigentlich, ich hätte fast gesagt, beinahe unverändert geschlossen. 3,5% Minus sind es gerade mal geworden. Das ist eigentlich ein Witz, wenn man sich überlegt, das ist doch das Land, das am meisten jetzt erstmal darunter leiden wird. Von dieser Unsicherheit, die einfach entsteht, weil noch niemand abschätzen kann, wie wird man verhandeln, wie wird sich das wirtschaftlich auswirken. Und gerade das Land oder der Leitindex verliert am wenigsten. Sehr beeindruckend. Die große Frage, die am Wochenende aufkam, war nicht unbedingt, wie wird man verhandeln, sondern wann wird man verhandeln. Die EU möchte möglichst schnell starten. Die EU möchte so schnell wie möglich starten. Dann war in den britischen Medien gleich zu hören, auch bei Interviews, das ist Aufgabe des Parlaments, wir stellen diesen Antrag und niemand sonst. Also da geht es schon mal so ein bisschen hin und her, so wir hätten alle Zeit der Welt. Vielleicht braucht man das auch noch ein bisschen, weil die Konfusion in Großbritannien wird offensichtlich größer. Es scheint so zu sein, als hätte man vielleicht eher ein bisschen zu viel gefeiert und wacht mit dem Kater auf und fragt sich, was haben wir eigentlich getan? 3,5 Millionen Briten sagen schon, nein, wir wollen eine neue Abstimmung, weil das kann es nicht sein. Die Schotten sagen schon, wir wollen in der EU bleiben. Bei den Nordirren gibt es ähnliche Tendenzen. Hier die Schotten speziell überlegen sogar schon, ob die wiederum ein Referendum wollen, damit sie wieder aus Großbritannien rauskommen. Also auf der Insel herrscht große Konfusion. Politiker treten reihenweise zurück. Ja, und selbst Boris Johnson, der frühere Londoner Bürgermeister, der eigentlich ganz massiv eben für den Brexit geworben hat, der ist auch kleinlaut und sagt jetzt, oh, man bräuchte ja die EU schon ein bisschen und wir wären ja schon Teil Europas. Also es kann sein, dass uns tatsächlich ganz spannende Tage und Wochen bevorstehen. Denn offensichtlich wissen die Briten erst jetzt, was sie vergangene Woche da verbrochen haben. Was ist denn am Ende des Tages eigentlich das Gefährliche für die Märkte? Dass es zum Brexit kommt oder vielmehr die Frage, wie und wann es zum Brexit kommt? Also die Unsicherheit, die uns die nächsten Wochen begleiten wird. Börse hasst Unsicherheit. Das heißt, das ganz große Problem wird genau das sein, wie werden diese Verhandlungen, wie werden die aussehen, was wird man tun oder wird man eventuell Großbritannien auch noch so ein bisschen entgegenkommen. Viele erwarten eine harte Linie, dass man einfach sagt, ihr wollt raus, ist in Ordnung, aber wir müssen auch fair bleiben, denn das könnte die nächste Unsicherheit auslösen. Wenn man Großbritannien jetzt entgegenkommt und ihnen Zugeständnisse macht, weil man sagt, wir wollen ja den Binnenmarkt nicht gefährden, könnte das dazu führen, dass auch andere Länder in Europa sagen, ja gut, dann wollen wir auch das britische Modell. Also da muss aufgepasst werden, das ist Unsicherheit. Die große Unsicherheit aber vor allem auch für einige Branchen ist, denken wir an die Finanzbranche, die Banken, London, großes Finanzzentrum, wie geht es dort weiter? Vor allem auch die deutschen Banken haben dort sehr viele Leute sitzen, wie geht es weiter? Die Autobauer, die sich fragen, wie können wir weiter verkaufen? Und diese ganzen Verhandlungen müssen jetzt geführt werden, das ist die Unsicherheit und das ist das, was keiner will. Und das kann uns über den Sommer tatsächlich auch noch volatile Märkte bescheren. Denn erst wenn wir wissen, woran wir sind, wird sich das Ganze beruhigen. Es bleiben also definitiv weiterhin spannende Wochen. Wir beide sehen uns heute Nachmittag nochmal, werden natürlich weiterhin über die Ereignisse von vergangenem Freitag sprechen. Norbert Paul von der Börse Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch.